Grüßt euch! Heute geht es in unseren Hausbauanleitungen um die KfW-Förderung. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Feld, da man wahnsinnig viel Geld sparen kann. Ich habe mir daher gedacht, ich mache das in zwei Blöcken. Der erste ist so der theoretische Teil. Und im zweiten möchte ich euch mal zeigen, wie sich das Ganze berechnet und was man da wirklich mit sparen kann. Was fördert die KfW? Ja, die fördert, wenn ihr energieeffizient baut, also deutlich besser oder wärmegedämmter baut als zum Beispiel ein normales Haus. Es gibt dabei drei Varianten, das ist die KfW 55, die KfW 40 und die KfW 40 Plus. Und das heißt, dass ihr zum Beispiel nur 55% des Energieverbrauchs eines normalen Hauses braucht oder bei der KfW 40 eben 40%. Und ja, dieses Energiebewusstsein fördert die KfW mit zwei Sachen. Das eine ist, ihr bekommt einen zinsvergünstigten Kredit von bis zu 100.000 Euro. Das gilt für alle drei Modelle. Und ihr bekommt einen Kreditkostenzuschuss für alle drei Modelle, der aber etwas unterschiedlich ausfällt. Und zwar bei der KfW 55 sind das 5%. Wenn ihr also die maximale Summe eingereicht habt, also 100.000, erlässt man euch 5.000 Euro. Das sind dann immerhin 95.000 zum Schluss. Also braucht ihr 5.000 Euro weniger abzuzahlen. Und bei der KfW 40 sind es ganz sogar 10%, also im Maximalfall 10.000 Euro. Die ihr auch nicht zurückbezahlen müsst und auch keine Zinsen dafür braucht. Das ist also schon mal eine sehr interessante Sache. Allerdings stellt man die Basisbedingung, dass ihr dafür einen Energieberater braucht. Und selbst dieser Energieberater wird gefördert, wenn auch nicht von der KfW, sondern von der sogenannten BAFA. Es gibt dafür eine Liste, wo die alle drin steht. Ihr könnt das relativ gut raussuchen, auch etwas nach eurer Nähe. Denn es ist auch so, dass der das nach Anfahrt berechnet, wenn er natürlich eine kurze Anfahrt hat zu euch. Fällt auch die Rechnung zum Schluss günstiger aus. Insgesamt fördert die BAFA den Energieberater zu 50% bis maximal 4.000 Euro. Ja, das heißt also, ihr könnt euch da wirklich ordentlich begleiten lassen. Er kann euch dann auch sagen, wie ihr das Ganze zusammensetzen könnt, damit ihr auf diese 55 kommt. Denn es gibt dafür keine starre Regelung, sondern man sagt, die einzelnen Komponenten müssen unterm Strich diese 55 erreichen. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel sagen, wir machen besonders viel ins Dach, ja, dann braucht man vielleicht nicht so viel in die Perimeterdämmung zu stecken. Oder man nimmt besonders energiesparende Fenster, ja, und hat dann die dünnere Decke oder wie auch immer. Und so kann man sich das Schritt für Schritt zusammenstellen. Und besonders effizient ist es, wenn man eines von diesen erneuerbaren Energien nimmt. Ja, das ist zum Beispiel Pellets, das sind Hackschnitzel oder Holzscheiter und damit heizt. Das gibt dann wie so eine Art Boni nochmal oben drauf und das macht das Ganze richtig interessant, denn auch diese Heizkessel und so werden wiederum von der BAFA gefördert. Das ist dann nochmal ein Extratopf. Gut, ne? Ja, und bei uns ist es dann halt so gewesen, dass wir halt hauptsächlich in eine Installationsschicht investiert haben. Das heißt, wir haben auf die normale Dämmung und die Dampfsperre nochmal 10 cm drauf gemacht, wo dann die Rigipsplatten vorne dran kommen, sodass wir zum Beispiel Hohlwanddosen für die Elektroinstallation, die Leitungen, alles so schön durch diese Installationsschicht schicken können, haben bessere Fenster genommen und wir haben einen Kamin mit Wassertasche auf Pelletbasis. Ja, und so hat sich das Ganze dann zum Energieeffizienzhaus 55 entwickelt. Ich muss sagen, wenn man mich jetzt fragt, würde ich das nochmal tun mit der KfW, würde ich sagen, definitiv. Also kann es euch wirklich auch nur ans Herz legen. Informiert euch da ordentlich drüber. Wirklich eine sehr, sehr interessante Sache. Kommen wir nun zum Rechenbeispiel. Das setzt sich aus mehreren Sachen zusammen. Zum einen haben wir den zinsgünstigen Kredit. Wir nehmen jetzt mal die 100.000 Euro, wo wir 0,75% Zinsen sparen. Das macht auf 10 Jahre ungefähr 4.500 Euro aus. Bei 20 Jahren liegen wir dann ungefähr bei 8.000 Euro, vielleicht auch nur 7.500. Es kommt immer so ein bisschen auf die Konditionen an. Das heißt, wir nehmen jetzt mal auf 10 Jahre gerechnet, sind wir erstmal bei 4.500 Euro. Dazu kommt, dass wir ja einen Teil des Geldes geschenkt bekommen. Bei KfW 55 reden wir hier von 5.000 Euro. Mit Zinsen kann man ungefähr auf 6.000 gehen, sodass wir hier bei ungefähr 10.000 Euro Einsparung schon mal sind. Und dann kommt ja noch etwas dazu. Wir haben ja auch noch dadurch eine Einsparung bei den Heizkosten.
und bei uns bei 200 Quadratmetern können wir also davon ausgehen, dass das ungefähr 60 Euro im Monat sind, also 720 Euro im Jahr. Und das macht auf 10 Jahre schon mal 7.200 Euro, sodass wir summa summarum in etwa bei 17.000, 18.000 Euro Einsparung auf 10 Jahre sind. Und rechnet man das auf 20 Jahre, ja, dann kann man davon ausgehen, ja, dann sind das die 8 plus 6 sind 14 und aus den 7.000 wären nochmal 15. Ja, dann sind wir so bei 28.000, 29.000 Euro auf 20 Jahre gerechnet. Bei der 10er Variante ist es halt noch ein bisschen mehr, weil da können wir mit 11.500 Euro Ersparnis einrechnen durch diesen, durch dieses Geschenk, kann man ja wirklich sagen. Und ihr spart noch ein bisschen mehr bei den Heizkosten, wo man ungefähr 80 Euro anrechnen kann. Das sind auch nochmal 20.000, sodass wir auf ungefähr 36.000, 37.000 Euro auf 20 Jahre kommen. Also das ist schon echt eine ganze Menge. Das ist wirklich so, dass sich dieser Kleckerles-Kram irgendwo zum Schluss hochsummiert. Ihr müsst natürlich dadurch auch ein bisschen mehr in das Haus reinstecken, aber ich sag mal, das lohnt sich in jedem Fall. In diesem Falle, viel Spaß mit der KfW und wenn Fragen sind, einfach ins Forum oder hier unten in die Kommentare rein. Besten Dank!